Jawohl, herzlich willkommen zurück zu Ultimate Team, Folge Nummer 2. Und nachdem wir in der ersten Folge richtig geruled haben und mit 4:0 gewonnen haben, mit diesem Team hier... Entschuldigung, muss das so mal sein, Gesundheit in dem Fall. Ja, Verträge sehen gut aus, Fitness sieht gut aus, es sieht alles soweit richtig, richtig gut aus. Und ich lasse natürlich auch heute mal eventuell Dembele spielen und natürlich wieder Chicharito. Und mal sehen, wie wir uns da so ein bisschen schlagen. Auf geht's. Wir wollen abgehen Richtung Online. Online Season. Vielleicht können wir heute schon den Aufstieg klar machen. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir den Aufstieg klar gemacht. Ihr seht, ich habe nur noch 13 Coins. Wie kommt das? Ich habe Fitness und Verträge so ein bisschen gekauft für Castro, für vor allem für Coman, weil der war total down. Und den brauche ich. Der ist richtig schnell. Und jetzt suchen wir einen Gegner. Es ist immer noch die Weekend League. Und oh, die Latenz sieht aber gut aus. Die Latenz sieht gut aus, meine Freunde. Und ich würde mal sagen, wir spielen mal mit den Belgien-Trikots, einfach nur, weil wir wollen. Wir wollen nichts mehr ändern. Auf geht's. Was hat er für ein Team? Auf wen treffen wir hier? Auf ein Premier League-Team. Shaqiri, Niang, Remy, glaube ich, Emre Can, Hermann, Walcott, glaube ich, Otamendi, Mustafi. Also er hat auf jeden Fall Bock auf ein Premier League-Team. Und die Latenz gefällt mir schon mal. Chicken. Sein Team heißt Chicken. Geil. Sein Team heißt Chicken. Da bin ich doch mal gespannt, was die Chicken so zu bieten haben. Pitchcheck macht das schon mal gut Richtung Böki. Der will den Ball nämlich nicht bei sich haben. Oh, come on. Schade. Oh, der Typ hat was drauf. Das gefällt mir. Es kann ja auch sein, dass wir jetzt voll auf die Fresse kriegen und dass der einzige Sieg in Folge 1 war für uns. Schön, Rodriguez. Stark. Schade. Oh oh. Nicht verletzen, bitte. Ich brauche euch noch. Sanchez macht das stark. Gomez macht das auch gut. Und da ist Kingsley Coman. Kingsley Coman. Kingsley Coman. Und der macht das 1:0. Der läuft da einfach durch und macht einfach das 1:0. Kingsley Coman. 1:0, 6 Minuten gespielt. Zack, einmal mal draufgehauen. Kingsley Coman. Ich glaube, mit seinem allerersten Tor für unser Team. Sehr, sehr schön. Castro, schön. Okay, wird doch gepfiffen. Glichy jetzt mit dem Freistoß. Na, bringt er den? Ja, den bringt er sogar gefährlich eigentlich. Oh, der war sogar richtig gut. Der war sogar richtig gut. Und der geht nur an den Pfosten. Haben wir Glück gehabt. Schürrle macht es stark. Richtung Kruse, Richtung Piszczek eigentlich. Der war nicht so stark. Sanchez ist da. Coman. Gomez. Ah, schön gesehen. Jetzt nochmal Gomez Richtung Sanchez. Der dann nochmal Richtung Coman. Und der dann nochmal Richtung Renato Sanchez. Renato Sanchez! Da sind wir wieder gut durchgekommen. Aber am Ende Begovic ist das, glaube ich. Mit einer richtig guten Parade. Und jetzt müssen wir aufpassen. Castro läuft ein bisschen zu weit weg. Piszczek ist da. Piszczek ist da. Stellt den Körper rein. Passiert nichts. Kruse mit hinten. Coman. Schürrle. Coman. Gomez steckt den da durch Richtung Niklas Süle und der macht das 2:0. Niklas Süle macht das 2:0 für unser Team. 2:0 für Games to Shot. 2:0 für GTS. Niklas Süle kommt da gut durch. 16. Minute. So, Gomez läuft da Glichy schön an. Somit läuft er ins Aus, verursacht somit einen Einwurf. Der geht Richtung Renato Sanchez. Oh, der Ball Richtung Coman war nicht gut. Oh, der Ball Richtung Coman war nicht gut. Castro ist da. Gomez. Da ist jetzt wieder Coman. Jawohl, wieder Gomez, wieder Coman. Coman und Gomez. Nice. Gute Idee von Coman. Kann er den Ball behalten? Na, holt, glaube ich, den Abschluss raus.
Niklas Süle. Im Übrigen ist es Begovic. Begovic ist es im Tor. Kruse passt da nicht auf. Sanchez bringt den Ball Richtung Kruse. Der Richtung Gomez. Ach, Gomez will schießen. Kommt nicht dazu. Schade. Sanchez. Schöne Idee. Pisscheck ist da. Wehrt zwar den Ball ab, aber zum Gegner. Niang. Niang, Sanchez, die sind alle da. Sanchez passt gut auf. Castro. Gomez. Schürrle. Gomez. Schürrle. Coman. Ah, da hätte ich mit Coman laufen sollen. Natürlich Druck Richtung Tor 3. Sanchez gegen Niang. Starke Idee. Bartra passt aber auf. Süle. Coman. Castro. Coman. Castro. Wieder Coman. Schön verarscht. Castro steckt da schön Richtung Gomez durch. Und der Richtung Castro. Und Castro mit dem Schuss. Halbe Stunde rum. 2:0. Immer noch. Und wir spielen nicht schlecht. Kruse gewinnt das Kopfballduell, aber zum falschen Mann. Zu Clichy. Nicht zu Gomez. Sanchez verliert auch das Duell. Wer ist jetzt Kruse? Da wäre er gewesen. Süle. Sind sie alle da? Am Ende jetzt keinen Elfmeter riskieren. Schön abgefangen. Da war Coman nicht schnell genug. Schön abgefangen. Bürki muss nicht eingreifen. Shaqiri mit der Möglichkeit. Castro, stark. Schürrle, Coman, Gomez, Coman, stark. Coman ist da. Coman gibt den Ball rein Richtung Schürrle. Boah, Schürrle, ein kleines bisschen zu klein für diesen Ball. Max Kruse, richtig schön. Ah, und dann ist da Sanchez eher am Ball. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Renato Sanchez. Castro. Coman. Gomez. Bleibt am Ball. Coman. Schürrle. Der Weltmeister. Sein nächstes Tor oder was? Schürrle. Nein, Begovic ist da. Das wäre die Möglichkeit gewesen zum 3:0. Rodriguez, Flanke rein. Am Ende ist Castro da. Castro, Castro! Begovic ist da. 40 Minuten rum, 5 Minuten noch in Halbzeit 1. Rodriguez gibt ihn gut rein. Begovic ist da. Wehrt den nicht so gut ab, denn Castro ist wieder da. Aber da ist dann auch diesmal Rodriguez. Und Gomez, Pfosten. Glück für unseren Gegner. Schürrle kann ein bisschen Tempo machen. Jawohl. Gomez. Oh, da verschätzen sie sich. Bartra, Castro, Gomez, Kruse, Gomez. Gomez ist durch. Ja, will da zurück auf Kast bzw. Kruse geben. 3 Minuten in Hälfte 1 noch. Sanchez. Schön. Piszczek. Schade. Schürrle passt da nicht auf, aber das war's. Mit Hälfte 1. Ein 2:0. Die Tore geschossen durch Niklas Süle. Und Kingsley Coman, die Chicken, wir rupfen die Chicken, wir rupfen die Hühnchen. Wie wechseln wir? Wir geben mal Guerrero die Chance. Dann habe ich gesagt, wollen wir Dembélé die Chance geben. Geben wir mal Dembélé da vorne mit rein. Und dann nehmen wir noch keinen sonst mehr. Fürs Erste zumindest. Lassen wir den Rest erstmal so. Wir haben Dembélé jetzt gebracht und Guerrero für hinten. Und jetzt mal sehen, wie wir so weiterspielen. Am besten jetzt nachsetzen, das nächste Tor schießen und dann sieht's gut aus. Schürrle, Coman. Oh, das war
Nicht gut gemacht. Schirle holt sich den Ball. Stark von André Schirle. Und das war kein guter Pass von Gomez. Piszczek. Sanchez. Dembele. Schirle. Gomez. Castro. Gomez. Dembele. Schirle verliert da wieder den Ball. Wir werden uns Chicharito auf jeden Fall aufbewahren. Bartra muss da aufpassen. Rodriguez muss damit aufpassen. Jawohl. Rodriguez passt da schön mit auf. Klärt zur Ecke. 52. Minute. Emre Can mit einer nicht so schlechten Ecke. Die haben wir aber. Jetzt der Schuss. Und Bürki ist da. Gott sei Dank. Gomez, Coman, der ist schnell, der Junge. Dembele ist aber auch schnell und auf den will ich jetzt. Dembele, stark, Dembele, Osman, Dembele, Mario Gomez ist da, am Ende wird nichts raus. Schirle, nochmal mit dem Schuss, den hat er ein bisschen zu überhastet abgeschlossen. Und jetzt bringen wir, ach, wir können nicht wechseln, ich bin gerade total Karriere gewohnt. Sanchez, okay. Wir müssen im Ballbesitz sein, um zu wechseln. Okay, meines Erachtens nach eigentlich kein Foul. Den würde er direkt versuchen. Knapp eine Stunde rum. Bürki stellt die Mauer auf. Shaqiri wird ihn ausführen. Keine schlechte Idee, den haben wir aber relativ sicher. So, Schirle, Gomez, alle sind sie da. Gomez kriegt den Ball nicht weg. Coman ist nicht da. Passen jetzt alle nicht auf. Bartra, Rodriguez, passen sie jetzt alle nicht auf. Das gefällt mir nicht. So, Einwurf für uns. Das heißt, wir können jetzt wechseln. Denn wir wollen auch wechseln. Nämlich einen Mario Gomez raus. Für einen Chicharito. Dass der Mario Gomez teilweise geschont wird. Ich weiß nicht, in welchem Sinne das bei Ultimate Team wirklich Sinn ergibt. Leute zu schonen. Aber egal. Wechsel. Chicharito kommt. Gomez geht. Coman. Den Ball weiter. Rodriguez. Direkt schön weitergegeben Richtung Coman. Holt nochmal den Einwurf raus. Und Coman hat sich verletzt. Danke für nichts. Geil. Coman. Rodriguez. Oh, Coman. Wieder. Nee, okay. Jetzt Einwurf für die Chicken. Coman ist da. Castro. Ist da, Dembele ist da, Sanchez ist da, Dembele. Oh, macht er hier eine Ballrolle. Schirle. Sind sie alle hinten drin? 64. Spielminute, Bürki mit dem Abschlag. Hey, Castro passt da nicht ganz auf, versucht es dann noch den Ball zu bekommen. Bartra. Und Bürki. Weg mit dem Ball. Schirle. Ist da, schön. Richtung Roman Bürki. Chicharito. Sanchez, Castro. Guerrero, Dembele, alle sind sie da, alle stehen sie hinten drin. Jetzt Castro, Dembele, stark gemacht. Osman, Dembele, jetzt hat er Bock. Come on, Dembele. Chicharito, Chicharito, Chicharito macht das 3:0. Hernandez, Chicharito, 72. Spielminute, macht das 3:0. Kein Abseits, setzt sich da schön durch. Und macht's dann sicher. 3:0. Hernandez, Süle, Coman. Aktuell die Torschützen. Hernandez. Kingsley, Coman. Einwurf. Wir sind die klar bessere Mannschaft. Und auch in der Höhe, muss ich wirklich sagen, ist es verdient. Wir sind hier die Mannschaft, die am meisten Druck macht, die Passsicherheit hat.
die mehr Ballbesitz von allem hat. Also wir sind einfach gerade besser. Come on, Schürrle, come on, wir spielen ihn gerade aus. Come on, Schürrle, Hernandez, Schürrle! Fast das 4:0. André Schürrle, guck dir das an. Schön, wie Chicharito nochmal zurücklegt. Oh, jetzt Chicharito. Ah, schade, da läuft Dembélé nicht schnell genug. Beziehungsweise der Pass kommt auch nicht genau genug. Bartra, Castro. Chicharito, Castro ist da. Gonzalo, Castro, Castro! 4:0. 10 Minuten vor dem Ende. Gonzalo Castro mit dem 4:0. Begovic ohne Chance bei sämtlichen Toren. So, und jetzt fängt das typische Ding eben an beim Ultimate Team. Dann bist du halt irgendwann auch deprimiert. Rennst nur noch nach vorne, versuchst das Tor zu machen. Piszczek klärt. Dembélé. 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 Und jetzt klappt auch einfach alles. 5:0. Osman Dembélé läuft da jetzt auch einfach durch. Von hinten. Einfach durchgelaufen. Begovic wieder ohne Chance. Und da ist jetzt auch einfach nichts mehr. Osman Dembélé. 5:0. So, Sanchez hat da den Ball schon wieder. Schürrle nimmt den mit. Coman. Schürrle. Castro. Schürrle ist wieder durch. Schürrle. Castro, schade. Hätten es jetzt zum 6:0 machen können. Rodriguez, gute Ecke eigentlich. Begovic ist da. Verhindert das Schlimmste. Rodriguez. Rodriguez. Und dann versuchen wir es da nochmal mit Hernandez. Ja, das Ding ist durch. 5:0. Der Typ ist bedient. So, Guerrero ist auch da. Passt da auch nochmal mit auf. Stark. Und dann trifft er den halt auch nicht. Das ist dann jetzt halt auch so ein Ding. Da kannst du dann am Ende nichts gegen machen, wenn du solche Dinger dann nicht machst. 5:0 gewinnen wir dann am Ende. Meines Erachtens nach ein bisschen zu hoch. Respekt an ihn, dass er nicht gequittet hat. Ich hätte, glaube ich, nach 5:0 schon gequittet. Nur nach dem 4:0. Es fing alles an mit diesem Tor hier. Von Kingsley Coman. Sehr, sehr schön. Wir haben ein richtig gutes Spiel wieder mal gemacht. Holen uns jetzt unsere Spielprämien, unsere Münzen ab. 1591 Münzen, keine Gegentore gekriegt. 5:0 gewinnen wir am Ende der zweiten Folge von Ultimate Team. Ziemlich, ziemlich cool und aufgestiegen sind wir schon. Aufgestiegen sind wir schon und wir können jetzt in den nächsten Folgen versuchen, den Titel Liga 10 klar zu machen. Wir sind also oben in Liga 9. So kann man doch mal die ersten zwei Folgen von Ultimate Team starten, oder? Ziemlich, ziemlich nice. Zack, da haben wir auch schon wieder 1600 Münzen. Ziemlich cool. Das ist der 32. Sieg unserer FIFA 17 Ultimate Team Geschichte. So, keiner hat sich großartig verletzt. Die haben noch gut alle Fitness. Außer Castro, der hat sich immer ein bisschen gut weggelaufen. Aber sonst hat mir das richtig gut gefallen. Und ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Gebt auf jeden Fall für diese Schützenfesten Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann in Folge 3 wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao.